Guten Tag und herzlich willkommen zum fünften Part von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part wurden wir durch Schatzstadt geführt und machen jetzt weiter mit der sogenannten neuen Mission desselben Tages. Hey Tortendo, sagte Belisa nicht, er würde uns bei der Auswahl eines Kanonen helfen? Dann erstmal die Belisa. Ich wollte ihn gerade ansprechen. Ah, na? Seid ihr bereit für eine Ganovenjagd? Natürlich sind wir das. Oh jawohl, ja, ich wette, ihr seid jetzt bereit. Na dann suchen wir uns jetzt einen Ganoven für euch aus. Tja, ihr habt die Wahl zwischen all diesen erbärmlichen Typen. So, dann wechseln wir mal die Ansicht. Mal sehen, welchen wir uns aussuchen. Wie wäre es, wenn ich als euer Mentor einen aussuche? Nimm keinen, der gruselig aussieht. Jawohl, ja, verstanden. Mal sehen. Ene, Mene. Zurücktreten, Infobrett, Aktualisierung. Zurücktreten, Infobrett, Aktualisierung. Was ist das? Was passiert? Oh, die Daten werden jetzt aktualisiert. Sie werden aktualisiert? Oh Mann, hast du das gesehen? Das Brett hat sich jetzt umgekehrt. Was passiert da? Die Job- und Ganoven-Infobretter sind auf drehbaren Platten angebracht. Das hier wird auf die andere Seite gedreht. Dann tauscht ein Pokémon namens Dictree die alten Jobs gegen neue aus. Dictree? Die Aktualisierung der Daten ist die Aufgabe von Dictree. Er gräbt sich zur Gilde durch, dann dreht er das Brett um und aktualisiert die Daten. Seine Aufgabe wird zwar kaum wahrgenommen, aber sie ist sehr wichtig. Darum ist Dictree auch mächtig stolz auf seine Aufgabe. Oh, ist er das? Aktualisierung fertig, zurücktreten. Aktualisierung fertig, zurücktreten. Oh, er scheint fertig zu sein. Ja, wirklich, die Daten sind aktualisiert. Die Ganovenliste ist jetzt auf den neuesten Stand, also suchen wir uns einen aus. Was ist denn los? Warum titterst du denn so plötzlich? Es ist doch nicht kalt hier. Sieh das an, Tortendo. Oben auf der linken Seite. Das ist Traumato. Er ist ein gesuchter Verbrecher. Wir müssen los, Azul ist in ernsthaften Schwierigkeiten. Was ist denn jetzt los? Wohin rennt ihr denn? Hey, da ist Meryl. Meryl, was ist los? Wo sind Azul und Traumato? Ja, hör zu. Nachdem wir losgegangen sind, haben wir zusammen nach unserem verlorenen Alten gesucht. Aber plötzlich war ich allein und Herr Traumato ist mit Azul verschwunden. Ich rief und rief, aber sie blieben weg. Dann habe ich Angst bekommen. In welche Richtung sind sie gegangen? Da lang. Gott, nicht schon wieder im Berg. Ja. Oh, Tortendo, als du Traumato Azul in deinem Traum gesehen hast, du meintest, sie waren in einer felsigen Gegend, oder? Ich glaube, sie sind in diese Richtung gegangen. Nichts wie los, aber schnell. Oh, und dann geht's hoch den Stachelberg. Stachelberg E2. Oh Gott. Aber ein Dingsdefizit, aber bah. Geil! Ich habe einen kompletten Boost-Anstieg gekriegt. Bah. Noch ein.
Gleitschein hebt Geld auf. Ja, da kann ich jetzt eigentlich nicht viel machen, aber... Naja, auch nicht, also... Wow. Noch ein Dodo. Ja, das zwiebelt nicht. Nochmal Antikraft. Zack. Weggeblümelt. Ich hasse diesen Berg. Und er läuft jetzt alleine durch die Gegend. Mann, so was machst du da? Ah, Schacheberg E3. Dann, nö, hier war es auch nicht lang. Ja, dann setzen wir alle ein. Das juckt mich nicht. So. Ich setze mal die Fleischpflege ein. Oh Junge, wieso hat das hier geschlagen? Alter. Und Faxus MVP. Ich muss jetzt gleich schon wieder Antikraft auffüllen. Nein, nicht Boden. Items. So. Habe ich den Elixier dabei? Ja. Ist ja okay. Boah, das geht hier schon ordentlich zur Sache. Also hier sollte man eigentlich schon gewisse Level haben. So, ein Nidoran männlich. Nee. Ich bin lost. Nicht schon wieder. Ja, ist ja okay. Ein Heilsamen und ein bisschen Knete, wovon wir sowieso wieder nur ein Zehntel bekommen. E5. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Antikraft für Traumato. Ach komm, ich... Ja, jetzt sind wir doppelt gefickt. Bam. Bam, bam, bam. Alter, jetzt wäre eine Prügelparade geworden hier. Plosivsamen, die sind Ehre. Noch ein Schlafsamen. Das ist jetzt egal. Boah, Energiefokus wäre jetzt heftig geworden. Was haben wir jetzt hier? Eine Frage, ja. Fick deinen Schnabel, ganz ehrlich. Ja, ist ja okay. So. Jetzt
besser und Nidora männlich. Wandorino. Schon wer fickt mich jetzt? Komm, Faxo. Erlangt doppeltes Tempo. Ey, haben wir schon wieder irgendwas, was wir hier rausschmeißen können? Ich würde nur sagen, einen Apfel würde ich gerne mal essen. Und noch den kleinen Kilo. Was macht er denn da schon wieder? Er läuft jetzt 30 Jahre zurück. Ja, weil ich auch voll in die Sackgasse gelaufen bin. Ja, scheiß auf den Leben drüber. Nee, ab in die Ecke. Die Sinjebeere will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Eigentlich. Können wir die mitnehmen? Weil wir den kleinen Käse mitgenommen haben. Für Lebersamen brauchen wir Heilsamen. Ja, ein Mensch. So. Komm, auf die Fresse. Auf die Fresse mit deinem Stein. So. Level 9 für mein Faxo. Amnesia braucht den Scheiß. Lutschi, weg mit dem Scheiß. Komm. Los. Wir haben eine Rettungsmission. Garantiert, nee, diesmal nicht. Aber ich, obwohl wir sind ja sowieso noch geheilt, hoffe ich. Oh. Dieser Berg ist Rest in Peace, ohne Witz. Damals im Erkundungsteam. Zeit. Alter, ich bin so oft gestorben. Das ist echt nicht mehr feierlich. Dass diese komischen Übungsattacken hier ausführen. Hä, was hast du gemacht? Ach, Metronom. So, mein Freund. So, ich bin jetzt giftig. So. Ah, Pirsebeere Fresse. So, weiter geht's. Wieder eine Treppe? Ne, natürlich hat man Pech. Und weg. Dann gehen wir jetzt gen Norden. Was haben wir hier? Den Wurf-Orb. Was ist das überhaupt? Schreddet ein Pokémon weg. Könnte in der Tat praktisch sein. Wir gehen hoch. Oh, noch eine Ebene. Und tschüss. Ja. So, jetzt sind wir da. Stachelberg-Gipfel. Oh, das ist eine Sackgasse. Was sagen ja Traumauto? Wo ist mein verlorenes Item? Wo genau ist mein verlorenes Item denn? Tut mir leid, Kleiner. Dein verlorenes Item. Hier ist es nicht so viel, ist sicher. Was? Mein großer Bruder, komm doch nach, oder? Ist er bald da? Nein, dein großer Bruder wird nicht kommen. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Das war alles nur ein Trick.
um mich zu verarschen. Oder euch beide. Ist egal. Was? Aber vergessen wir das. Ich muss dich nämlich um einen kleinen Gefallen bitten. Siehst du dieses Loch hinter dir? Nun, angeblich soll darin der erbeutete Schatz eines Diebes liegen. Aber wie du siehst, bin ich zu fett, um mich durch dieses Loch zu quetschen. Und da kommst du ins Spiel. Keine Angst, tu einfach das, was ich dir sage. Wenn du das tust, helfe ich dir wieder heraus. Aber los, mach schon. Krieche in das Loch und vergiss nicht, den Schatz mitzubringen. Ein großer Bruder soll kommen. Hey, hör auf damit. Verflixte Scheiße, sag doch, dass ich dich heimbringe. Ich sagte doch, dass ich dich heimbringe, wenn du fertig bist. Wenn du weiter Ärger machst, bringst du dich in große Schwierigkeiten. Hilfe, hör sofort auf. Das lassen wir nicht zu, Traumato, du Bösewicht. Wie habt ihr uns gefunden? Wir sind Team Spandau, ein Erkundungsteam. Kein Ganove ist vor uns sicher. Ein Erkundungsteam? Ihr wollt mich festnehmen? Was ist... Zitterst du etwa? Ich durchschaue euch. Ihr sagt, ihr seid ein Erkundungsteam, aber ihr seid ja noch totale Grünschnäbel. Irks. Es ist wahr, ich bin ein per Kopfgeld gesuchtes Pokémon. Aber was ist mit euch? Könnt ihr mich stellen und zur Rechenschaft ziehen? Irks. Ja, wir können. Wir können. So einem Bösewicht wie dich lassen wir garantiert nicht entkommen. Mich haben schon so viele Erkundungsteams gejagt, aber noch keines war so erbärmlich wie ihr. Aber wird sicher lustig. Mal schauen, ob ihr mich besiegen könnt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Und somit haben wir einen unserer ersten Bosskämpfer. Und wir setzen gleich direkt den Schlafsamen ein. Fuck. Das ging in die Hose. Und ich habe die anderen Sachen verkauft. Doch, wir essen den. Ja! First try. Roar. Wir sind kommen, um dich zu retten. Alles okay? Du bist nicht verletzt, oder? Es geht mir gut. Wie schön, da sind wir erleichtert. Dein großer Bruder wartet auf dich. Gehen wir nach Hause. Okay. Zzzzt. Ich bin Magnetzone, der Oberwachtmeister der Gegend. Zzzzt. Zzzzt. Vielen Dank. Dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen. Zzzzt. Zzzzt. Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet. Zzzzt. Zzzzt. Wir lassen die Belohnung eurer Güte zukommen. Nochmals danke. Zzzzt. Zzzzt. Jetzt komm mit. Zzzzt. Scheiß Bullen. Ich hatte solche Angst. Alles okay, Azure? Bist du verletzt? Es geht ihm gut. Der kleine Kerl ist nicht verletzt. Wirklich? Ich bin so erleichtert. Oh, Azure. Azure. Ich freue mich wirklich für euch. Zwei. Ihr habt das nur für uns getan, beim Fax und Portendo. Wir werden uns niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. Komm schon, Azure, jetzt du. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wirklich. Vielen, vielen Dank. So.
So, dann würden wir an der Stelle mal den Part beenden. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein zur Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Bis dann und ciao.